In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit iMovie eine Bild-in-Bild-Sequenz erzeugen können. Stellen Sie dazu den Cursor an die Stelle, an der das Video beginnen soll, das zusätzlich zu Ihrem bereits vorhandenen Film angezeigt werden soll. Der Reiter Medien muss ausgewählt sein. Wählen Sie dann im Vorschaufenster das gewünschte Video aus. Tippen Sie anschließend auf die drei Punkte im Kontextmenü. Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten, den Videoclip Ihrem Film hinzuzufügen. Der Originalfilm bleibt dabei jeweils im Hintergrund liegen. Der neue Film wird darüber platziert. Ich entscheide mich für das kleine Bild im Bild. In der Vorschau sehen Sie den Effekt. Die Lage und Größe der Filmeinblendung können Sie verändern, indem Sie den Clip auswählen und auf das Verschiebe-Icon über der Lupe tippen. Nun können Sie den Clip einfach verschieben oder mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern. Dies ist die kleinste Möglichkeit. Nun verschiebe ich den Clip an die gewünschte Stelle. Es ist auch möglich, den Bildschirm zu halbieren, um zwei Videos gegenüberzustellen. Dazu wählen Sie im Auswahlmenü die letzte Einstellung aus. Hier ist allerdings keine Möglichkeit der Positionierung vorgesehen. Sie sehen, jetzt wird das Bild halbiert. Ich habe also zwei Videos gegenüberzustellen.